Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Fernbus Simulator Reloaded mit mir, The Devil 34. Ja, und wir sind in der letzten Fahrt von Hamburg nach Schwerin. Jetzt haben wir natürlich tierisch Verspätung. Müssen jetzt nochmal Pause machen und dann fahren wir jetzt weiter nach Rostock. Ich habe Ansprache hier noch laufen, die lasse ich jetzt einfach noch schnell ablaufen, beziehungsweise so, jetzt fahren wir einfach mal. Nein, das wird hier nicht geheizt. Mei, oh mei, zieh dir doch was Wärmeres an, Mädle. Herrgott, Donnerwetter. Nur wegen dir hier anhalten und gucken. Wie viel Grad haben wir es denn? 9 Grad, die soll sich nicht so anstellen. Verspätung und dann auch kleiner hier. Kajak dabei. Ja. Jetzt Gas geben, abbiegen und dann geht's nach Rostock. Mit. Oh ja, jetzt komm, also. Was soll ich denn noch machen? Ja. Ist jetzt recht, Mädle. Oh, weh. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Stellst 1 Grad mehr ein und was hast du? Nix. Passt den auch wieder nicht. Also wirklich. Ja, immer diese Ampeln. Das ist nervig. Ich meine, es wäre doch schön, generell bussefreie Fahrt. Das gibt es hier in Stuttgart komischerweise auch. Hier haben die Busse auch Vorfahrt. Die haben ja auch irgendwie so ein Ampel. Schaltgerät oder so in ihrem Bus, und wenn der Bus dann sich der Ampel nähert, die wird dann entweder grün beziehungsweise bleibt grün oder so. Ja. Jo, ist ja gut. Und ja, das Gaspedal klemmt, das ist immer so. Meine Güte. 10 Stundenkilometer, naja, so teuer wird das nicht. Ja. Wieder anhalten, wieder eine rote Ampel. Oh. Ja, ich möchte hier auch noch so ein Ampelschaltgerät, dass du draufdrücken musst oder das automatisch ein Signal sendet, was mir hier freie Fahrt beschert. Das wäre schön. Keine roten Ampeln mehr. Und dann könnte man vielleicht auch pünktlich von A nach B und nach C kommen. Weiß ich natürlich nicht, aber es wäre schon möglich. So, das heißt kurz vor Schwerin, kurz vor Rostock müssen wir die Pause einlegen noch. Das ist mir recht, weil da zwischendrin und beziehungsweise kurz vor Rostock ist Gott sei Dank eine Tankstelle, wo man dann eine Pause machen kann oder ja darf oder wie auch immer. Ansonsten müsste ich jetzt hier irgendwo anhalten. Wenn ihr selber den Fernbus... Ja, ich hab's eilig, Mädle. Ei, oh mei, oh mei. So, bin gesetzt. Gut, und rum. Mei, 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 mei. Jetzt fahr du Bus. Ich hätt's eilig. Hallo. So. Hier. Das wäre echt mal cool, wenn sie das hier so einbauen würden. So, jetzt gucke ich aber aufs Tachometerle. So.
Und dann könnte man hier wirklich vielleicht mal freie Fahrt haben. Oder es ist einfach mal ausprobieren, wenn die Ampel rot ist, einfach drüber fahren. Wobei, das gibt dann ja Punktabzug hinterher. Was auch nicht so toll ist. Oder ich brauche einfach mal ein neues Racing-Lenkrad, was dann auch wieder 200 Euro oder mehr kostet, wenn es was Gescheites werden soll. Oder einfach mal nach dem nach diesem Lenkrad mit diesem Zusatz, wie heißt denn das jetzt? Schaltknauf da gucken, wo man dann manuell schalten muss. Wobei hier in dem Bus funktioniert es ja nicht. Da kann ich schalten, wie ich will. Da kann ich nur den Rückwärtsgang reinmachen. Oder quasi dann die Automatik im Vorwärtsgang und er schaltet mir dann automatisch die Gänge hoch. Oh, und ich habe schon wieder vergessen, das Force Feedback abzuschalten. Naja. Gut, jetzt bleibt es halt drin. Dann ist es halt so. Dann holpert es halt ein bisschen. Warum auch immer, die Straße ist eben. Wir fahren eigentlich, vielleicht müssen wir noch ein Stück rüber. Nee, daran liegt es nicht. Na gut. So, noch 150, knappe 150 Kilometer. Dann werden wir wahrscheinlich, so wie das Wetter aussieht, im Regen eine Pause einlegen. Schnurren auch wurscht. Dann können sie ihren Regentanz draußen aufführen. Ampel, Blinker setzen. Und ausrollen lassen. So. Tja, ich glaube, ich muss doch bremsen. Gut. War klar. Junge, fahr hin, ich hab's eilig. Meine Güte, ist schon mal jemand eingeschlafen am Steuer. Jo, Schild. Genau, deswegen soll man sich anschnallen, Mädle. Und ja, es war jetzt gerade kein Sound. Ich weiß leider nicht, warum der jetzt nicht kommt. So, ich darf hier 100 hoffentlich. So. Fängt das Lenkrad wieder an, weil ich wahrscheinlich wieder zu schnell bin. Wenn ich 80 fahre, dann geht's. Und wenn ich 100 fahre, dann habe ich ja den totalen Wackler drin. Sollte ja eigentlich verstehe es nicht, aber gut. Muss wahrscheinlich auch nicht alles verstehen. Oh Gott. Ich hoffe, das wird bald besser hier. So, dann
Müssen wir mal runter gehen. So, jetzt gucken wir mal, ob es, wann es anfängt zu wackeln wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das für mich eine Begrenzung ist, dass ich dann nur 80 oder wie auch immer fahre, weil wenn ich jetzt über die, aber eigentlich will ich nicht über die 70 kommen. Baustelle, was ist da angegeben? 80, okay, Achtung Baustelle. Gleich raus. Ich gar nicht so schnell fahren. 60 angegeben. Okay. Und ja, zugegeben, ich mag das irgendwie nicht mit diesen engen Fahrbahnen. Auch wenn ich da doch einigermaßen reinpasse mit meinem Bus. Aber ich mag es nicht. Als hier halt auch dauernd viel Verkehr ist und ja klar, du ich meine, warum überholen die alle? Ich dachte immer gelb durchgezogene Linie, klar, es markiert es zeigt an, dass da geänderte Straßenführung ist, dass die Straße da irgendwie anders läuft. Aber ich dachte, es wäre absolutes Überholverbot bei sowas. Aber gut, ich bin kein Auto, Busfahrer, wie auch immer. So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Aha. Aha. Rohre und was ist das? Irgend so ein viereckiger Klotz. Ach, das sind zwei Container. Okay. Planierraube, Bagger und was weiß ich, ohne irgendwas mit Schaufel. Halt, jetzt fahren wir schon wieder nicht richtig. So, 10 Minuten haben wir noch. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig zur Tankstelle dahin, weil in 8 Minuten fangen meine Fahrgäste an zu meckern, dass sie doch eine Pause haben wollen. Oh Mann, wie lange ist denn die Baustelle jetzt hier noch? Es ist ja... Ah, so besser. Okay. Ja, ich sag doch, die fangen gleich an zu meckern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sobald ich wieder auf die Tube treten kann, können wir Pause machen. So. Tachomat aus. 100 gesetzt und Gas geben. Und jetzt müsste hier irgendwo gleich auch eine Tankstelle kommen. Habe ich mir vorhin auf der Karte schon angeguckt. Aber die wird wahrscheinlich noch ein ganzes Stück weg sein. Bei meinem Glück. Ja. Ja, vertret dir die Füße. Du kannst aussteigen. Ich mache dir gerne die Türe auf. Kannst du bei laufender Fahrt abspringen. Ich kann ja nicht hier einfach anhalten, Mensch.
So, jetzt darf ich hier 100, okay. So, bitte Tankstelle, komm jetzt endlich, weil ich... Wann kommt der nächste Rastplatz? Tja, wann kommt der wohl? Dann, wenn er da ist. Ganz einfach, mein Freund. Na, bitte komm jetzt endlich. Da steht ein Auto im Gebüsch, auch nicht schlecht. Nein. Computer sagt nein. Da kommt der Rastplatz. Na endlich. Hätte die Baustelle mich da jetzt nicht aufgehalten, wären wir schon da. Das Leben eines Busfahrers, echt, also... Kilometer noch, dann machen wir Pause. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Ja, darfst du ja gleich. Mei, oh mei. Wir machen ja sofort Pause. So. Hier ist der nächste Rastplatz, hier können wir Pause machen. So, Bremse rein, Türen auf, Motor abstellen, rasten. So, ach Mist. Hä? Naja, jetzt haben wir sie nicht kontrolliert, jetzt haben wir keine Fahrgäste an Bord. Naja. Okay, ist auch wurscht. So, Türen wieder zumachen. So, Entschuldigung. Achso, Gang einlegen. Ja, was denn? Ist da noch eine... Achso, nee. Ach nee, halt. Och ja, Hilfe. So, alles nochmal einstellen. Oh, 9 Grad. 23 Grad, das ist gut so. Jetzt halt die Klappe so. Und abfahren.
So, jetzt können wir noch die 65 Kilometer abreißen. Verspätung haben wir sowieso. Und dann haben wir endlich Rostock erreicht und können dann das nächste Mal, wenn wir wieder in Deutschland fahren, wie sich das anhört irgendwie, in Deutschland fahren. Ja, also wenn wir dann die nächste Deutschland-Tour machen, von Rostock aus nach Selin und vielleicht nehmen wir sogar dann noch die Usedom oder so mit. Das muss ich mir mal angucken. Ne? So. Gut. Ja. Und dann bin ich eigentlich auch froh, wenn wir es dann durchhaben. Weil ich ja, wie schon angesprochen in der letzten Folge, dann Ende des Jahres The Bus und zwischenzeitlich kommt noch ein anderer Simulator-Bus raus. So, Entschuldigung, ich hatte ein kleines Heuschnupfenproblem. Das musste ich zwischenzeitlich kurz lösen. Ja, wie gesagt, ich hatte es angesprochen, letzte Folge. Ein neuer Bus-Simulator aus Fuerteventura und dann Ende des Jahres The Bus, worauf ich mich echt tierisch freue und ich lade euch auch in dieser Folge ein, wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen zu fahren als im Koop-Spiel bzw. im Multiplayer. Quasi ich fange die Tour an und ihr übernehmt die bzw. beziehungsweise ihr fangt die Tour an und ich übernehme sie dann oder so und fahre dann mit euch noch ein paar Haltestellen mit, bevor der Wechsel dann Entschuldigung, vonstatten geht. Würde mich freuen. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Auch wie teuer es wird, das weiß ich leider auch noch nicht. So, Rostock, da müssen wir jetzt gleich raus. Können wir schon mal rüber wechseln. Der fährt hoffentlich nicht schneller wie wir. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen. Vielleicht muss ich mal gucken, mit noch ein paar andere anschreiben, die das vielleicht mit mir zusammen machen. So, jetzt müssen wir erstmal hier kurz abfahren. Ja, und dann müssen wir weiter geradeaus. Nach Schwerin, Berlin wollen wir nicht, da waren wir schon. Ja, hier ist 100. Das ist gut. Kann ich ganz bequem auf dem Gaspedal drauf bleiben. Da vorne werden es wahrscheinlich wieder 80 oder so. Aber ich muss jetzt hier rüber, wenn ich das richtig sehe. Rostock, jawohl. So. Jetzt kurz konzentrieren, dass ich auch hier nicht anecke mit dem Büslem. Na.
So, und weiter geht's. Sagen wir jetzt noch 23 Kilometer, sehr schön. Schon wieder ein Achtungszeichen, da liegt wieder irgendwas auf der Straße. Ja, gut, kann es nicht ändern. Aber dann auf der anderen Seite hoffentlich. So. Was ist das? Ein Audi TT, jawohl. Ja, ist ja klar. War ja klar. Dass das Ding fast in mich reinfährt. Na komm, bist du schneller wie ein Bus, ha? Huh? Ja, okay, bist du. Vorne kommt die Ampel, das heißt hier ist... Jawohl. Nächster Halt, Rostock mit einer Verspätung von über einer Stunde. Ach du Güte. Tja. Heute mal mit Verspätung. Auch nicht schlecht. Dann soll ich nicht rasen. Hm, schon klar. Die Pause war auch nichts und naja. So, Ampel los. Jetzt. Hier ne. Ich hab's eilig. Und dann erstmal Kaffee trinken und entspannen hinterher. Oh. So, da ist die Firma. Da gibt es nachher lecker Kaffee. Jo. Nein. Meine Güte, 73. Das kann es doch nicht sein. Muss ich dann hinter abbiegen? Ja, ich will so ein Ampelumschaltgerät haben. Bitte, danke. Das wäre echt freundlich von euch. So, Außenbahn, jetzt komme ich. Muss ich mal gucken, wie der Busbahnhof hier aussieht oder die Haltestelle oder weil es leider nicht ganz schlüssig ist, wo ich denn da anhalten soll. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Sehr schön. Entschuldigung, wenn es jetzt gerade wirklich arg gewackelt hat.
So, Ankunft mit einer Stunde Verspätung. Meine Güte, das hatte ich auch noch nie, glaube ich. So, Türen auf. Tore auf. Alles aussteigen, was Rang und Namen hat. Ja, und dann wären wir hier beim Ende. Wir loggen dann aus und damit danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, drückt die richtigen Knöpfe. Lasst mir ein Abo da, das würde mich sehr weiterbringen. Schreibt mir in die Kommentare, welches Spiel, was für ein Spiel oder wie auch immer. Tipps, Tricks, Vorschläge. Nehme ich alles dankend an und damit danke, mach jetzt gut. Ciao und tschüss.